Junge! Vollkommen krass! Geil, Mann! Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Vlog. Heute mit dem Indigo Dave hier am Start. Wir sind im schönen Krefeld-Uerdingen, wie ihr sehen könnt. Da hinten ist die Rheinbrücke. Hier steht meine Husky. Aber wir kümmern uns heute um dieses Gefährt hier. Und zwar eine Yamaha MT-07, wie ihr sehen könnt, von dem Dave himself. Ja, erzähl mal was über die Karre. Richtig geil. Du bist ja schon mit Wheelies, sage ich mal, gut betucht, was das Maschinchen angeht. Aber erzähl mir ein bisschen was über die Maschine. Zum Beispiel, was ist das hier für ein Rahmen? Einfach so die Basics. Was ist das Wichtigste? Was muss man wissen? Also, ja, wir haben hier die Motocage Edition. Das heißt, wir haben den Motocage. Ja, okay. Normalerweise noch einen Bugspoiler vorne. Das hat aber jetzt mit den Kummern nicht mehr gepasst. Dann anderen Sozio-Sitz und hier diese Optik-Sachen. Da war noch ein bisschen mehr dran, ein paar Handguards waren noch dran, aber ja, hat alles mit der Zeit seinen Weg vom Motorrad weggefunden. wegen Stürzen oder warum ist das abgeflogen? Ja, echt? Teilweise hier waren noch so Pads dran, die das so ein bisschen breiter gemacht haben in Rot, aber da hat der Kleber nicht gehalten. Da habe ich von Yamaha noch neue bekommen, wieder nicht gehalten und so, aber. Also die kommt standardmäßig wirklich mit dem Gitterrohrrahmen, deswegen Motocage Edition. Genau. Ist die aus dem Stunt-Bereich? Ich habe da, meine ich, mal was gelesen, ja, dass sie so ein bisschen, sage ich mal, auch dafür prädestiniert ist, mehr auszuhalten. Weil normalerweise Naked Bike, wenn du damit hinfällst, dann ist ja immer ordentlich auf die Fresse, ne? Ja, also die Idee von Yamaha war, so ein bisschen in Richtung Stunt-Szene zu gehen. Natürlich ist es kein Stunt-Bike, wie man es kennt, ne, sondern halt auch viel an der Optik so gemacht. Aber die hat schon ein paar Stürze hinter sich und fährt immer noch geradeaus. Wenn man sieht, die Blessuren hier und da. Boah, das Kennzeichen sieht auch gut aus hier, ne? Ja. Das ist auch, hast du das mit der Metallplatte fixiert oder ist das einfach nur der Halter? Halter, ja. Aber das moderne Kunst hier, dieses. Ja, das habe ich auch noch nicht gesehen. Wie geht das denn? Crazy. Okay, aber du hast hier auch einen MIF verbaut. Genau, MIF Ober Carbon heißt der, eine Komplettanlage. Ach, komplett, also wirklich mit Krümmer auch. Ja. Ziemlich geil. PS, was hat die so jetzt aktuell? Also 75 PS hat die von Werk aus, 69 Newtonmeter. Mhm. Und ja, der Drehmomentverlauf ist halt ziemlich geil, wenn man eigentlich einen ziemlich linearen Verlauf hat, sodass man das hier eigentlich überall rumschiebt. So, auch für Anfänger ist das eigentlich ganz geil, so wenn man ein bisschen mit dem Schalten noch seine Probleme hat, kann man eigentlich jeder Drehzahl ganz gut bewegen. Mega, auch hier ein paar Aftermarket-Parts, ne? Ja, die Soma. Oh, geil. Das finde ich, sowas finde ich richtig cool. Das sieht echt sexy aus, weil normalerweise die Bremsflüssigkeitsbehälter sind halt echt nicht schön, aber boah, das sieht krank. Der sieht aus wie neu aus dem Laden. Putzt du den immer schöner da rum? Ja, weil ich ihn so schön finde. Crazy. Ja. Wie so mal rasten. Heftig. Und Silberfederbein habe ich noch verbaut. Das ist bei der MT auf jeden Fall von den älteren Baujahren so ein kleines Manko, dass das Fahrwerk sehr unsportlich ist. Also okay. Das schaukelt sehr viel auf und besseres Federbein, das sollte man sich auf jeden Fall gönnen, das macht ein anderes Motorrad daraus. Als ich letztens in Österreich war im Urlaub, habe ich die ganze Zeit gedacht, Alter, ohne das Wilbers hätte ich einfach keinen Spaß. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass man das so merkt. Ja, aber Sound soll auch ganz nice sein, ne? Zwei Zylinder haben wir ja auf eben knapp 700 Kubik. Wenn du magst, kannst du ja mal anlassen. Ja, kann ich gerne. Bin ich echt gespannt jetzt. ITER ist drin, also legal unterwegs. Boah. Alter Schwede. Boah. Junge! Vollkommen krass. Hammer. Richtig geiler Sound. Richtig, richtig geil. Ja, sollen wir mal eine Runde fetzen? Du auf meiner Husky, du bist ihn auch noch nie gefahren, ne? Nee. Okay. Ja, gut, dann komm, dann steig mal auf. So, genau. Kupplung kommt sehr, sehr früh. Aber ansonsten, ja, kurz übersetzt, dreht bis 13,5, macht Spaß. So, ich bin echt aufgeregt. Boah, der Lenker ist auch so klein. Jetzt hör auf! Der ist so klein, das gibt's nicht. Ich muss mir das schon vom Zählen die ganze Zeit anhören. Ja, der ist aber wirklich klein. Also, schaut mal hier, das ist, so ist meine Hand, zack,
Also das, der ist wirklich ganz schön klein. Das ist Ori. Der ist so. Ori. Aber neuer kommt im Winter. So. Deine Kupplung kommt auch ziemlich früh, also ist das eigentlich gar nicht so verkehrt. Bei manchen kennst du das, wenn die Kupplung super, super spät erst kommt. Wenn ich immer dann auf einem Motorrad sitze, wo die Kupplung so spät kommt, komme ich gar nicht damit klar. Das ist immer total weird. Ja, wenn es zu früh kommt, dann wird man immer voll schnell ab. Ja, mega. So, fahren wir mal. Echt cool hier. Ich war hier noch nie an der Location und die ist echt nicht weit weg. Wie lange sind wir jetzt gefahren? 10 Minuten von mir aus, oder? Ja, echt nicht lang. Voll krass. Boah, der Sound, ey. Junge, so geil. Und das Ansprechverhalten ist halt direkt ein ganz anderes. Merkst du ja bei meiner jetzt, ne? Viel ruppiger, viel direkter, viel aggressiver. Und hier hast du dieses weiche, diese schöne Drehzahlentfaltung. Mega geil. So, jetzt fahren wir mal links. Ich glaube, da können wir nämlich dann nachher noch den... Hä, was machen die denn hier? Warten die, oder? Okay. Junge, ey. Alter, geil. Es macht so Bock. Wie fühlst du dich auf der Husky wohl? Ja, sehr sogar. Hammer. Steht dir auch, wirklich. Steht dir richtig, richtig gut. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob dem Dave hier die schöne Supermoto steht und ob er sich auch eine holen soll. Da überlegt er nämlich immer wieder und ich sage immer, yo, hol dir eine. Also die MT nicht verkaufen, aber so als Zweitbike eine Supermoto wäre schon echt ganz geil. So, jetzt können wir mal schauen hier. 3000 Umdrehungen. Jetzt will ich mal echt wissen, wie die durchpuncht. So, 3000. Boah. Krass! Alter Schwede, ey! Gehst da ganz schön ran an den Speck. Ja, war der erste, ne? Man muss ja erstmal checken, was hier so abgeht. Ja, ganz easy, ganz locker. Aber ich find's schon beachtlich, ist halt typisch Zweizylinder, wie viel Bums die aus dem Keller hat, weil 3000 Umdrehungen ist ja eigentlich nichts. Machst du das mit einer Vierzylinder, 600 Kubik, da ist dann überhaupt gar keine Leistung. Tschüss, Alter. Ja, wirklich null. Bist du mal eine 600er, GSX-R 600er als Beispiel gefahren oder überhaupt eine 600er Vierzylinder? Nee. Fahr mal eine Probe und dann wirst du merken, untenrum ist so gut wie keine Leistung. Als ich das erste Mal eine GSX-R 600 gefahren bin, da dachte ich mir so wirklich, ich dachte mir das so, hä, ist sie gedrosselt? Ja, deswegen mag ich es auch nicht so. Ja, ich finde das auch geiler. Untenrum Bums, gerade wenn man Wheelies machen will oder mal spritzig aus der Kurve knallen möchte, ohne dass man Gang runterschalten muss. Mega geil. Also bei 3000, Hammer, Hammer, wie die durchzieht und auch das Handling super, super leichtgängig. Ich will gleich unbedingt einen Wheelie pullen. Ich glaube, wenn wir hier rechts fahren, du auch hier rechts, warte. Hier ist eine geile Gerade. Alter Schwede, ey, Junge, warum zieht die so krass? Krank. Du fühlst dich echt mega wohl, habe ich das Gefühl, auf der Husky, oder? Digga, ich würde so gerne wieder Sumo fahren, aber das ist so unpraktisch teilweise. Ja, das stimmt. Also wenn du Sumo, gerade eine Wettbewerbs-Supermoto jetzt mit dem Naked Bike hier mit der MT-07 vergleichst, lass mal hier rechts, dann ist das natürlich was ganz anderes. Gerade wenn du einfach zur Arbeit fahren willst morgens. Das funktioniert mit so einer nicht. Ich meine, klar, gut, es geht, aber du machst sie auf Dauer eben einfach kaputt. Dafür ist sie nicht geschaffen. Ja. Eigentlich ist sie nur für den Sportbetrieb. Richtig trainieren oder Strecke fahren. Sowas ist hier schon super, weil wie lange hält der Motor? Ganz ehrlich, 60.000? Da musst du ja, nichts dran machen. 35.000 runter und da war noch überhaupt gar nichts dran. Ja, siehst du? Die, Alter, wir haben danach gefragt und jetzt kommt sie. Geil, Mann! Da steht der aber auch immer. Danke! Ja, du merkst schon, man muss ziemlich krass ausgleichen bei der, ne? Dein Körper hängt ja einen halben Meter neben dem Bike, so, wenn mega. Die Straße abschüssig ist oder ein bisschen Wind oder so. Richtig krass. Wie viel Bar Luftdruck fährst du? Zwei. Boah, krass. Hätte ich nicht gedacht, dass die so schwergängig ist.
Also man merkt das schon extrem. Ich bin ja letztens die Triumph gefahren von Lukas und die war so geil im Wheelie. Ich konnte die fast lenken wie meine Husky. Ich weiß nicht, woran das lag, aber ich habe mich voll verliebt in das Ding. Auch der Sound, absolut geil. So geil, Junge. Nochmal einpullen? Einpullen. Komm, nochmal einpullen. Es macht echt Spaß. Mir gefällt das Bike. Naja, mit dem ABS habe ich gerade angesprochen, weil du machst ja auch, finde ich richtig krass, Kennzeichenschleifer. Du hast ja sogar schon das Heck geschliffen, ne? Mit ABS. Und ich bin so ein Typ Mensch, ich vertraue dem nicht. Weil ABS kann ja die Bremse lösen im Zweifelsfall. Und boah, ich weiß nicht, ich brauche immer eine Hinterradbremse, die komplett ohne ABS ist. Wo man einfach reinlatschen kann und die blockiert. Ja. So, das ist mir halt mega wichtig. Und ich würde mich das nicht trauen, gerade weil es auch nicht mein Bike ist, mit dem hier Kennzeichen zu schleifen. Das wäre zu krass. Das wäre echt zu krass. Ich dachte nochmal, es geht. Es ist, also ich hatte noch nie irgendwie jetzt ein Problem, wo ich dachte, oh mein Gott, ABS beim Wheelie-Fahren ist so scheiße. Weil es greift halt erstens eigentlich nie ein, außer wenn du richtig, richtig schnell hinter den Kipppunkt kommst. Aber sonst geht echt. Ja, aber cooles Bike. Also kann ich nur jedem Einsteiger ans Herz legen, der noch nicht weiß, was er holen soll, weil eben gebraucht, teilweise, keine Ahnung, für 5.000 noch was zu haben. Ne? In einer super, super Kondition, 1A Zustand und es hält einfach, es macht Spaß. Ist ein geiles Bike, kann man nicht anders sagen. Der Spagat zwischen Spaß und Alltagstauglichkeit ist halt echt gut. Krank, hast du den Satz einstudiert? Der war ja Hammer. Ja, ich habe da schon lange drüber nachgedacht, aber... Geil, geil. Nein, und was man auch sagen muss, wenn die auf A2 gedrosselt ist, schiebt die auch echt gut nach vorne. Also im Vergleich zu anderen A2-Bikes ist man da schon einen Ticken schneller als der Durchschnitt unterwegs. Ja, perfekt, voll geil. Richtig, richtig gut. Ja, mal sehen, vielleicht kommt ja sowas in der Art auch mal bei mir ins Haus. Ja? Aber ich habe auch Bock auf, ich weiß nicht, ich finde die Triumph finde ich so geil, die Dreizylinder. Ich wollte jetzt mal demnächst die Daytona-Probe fahren, die 675, weil ich einfach den Sound übertrieben feier und auch das Handling, wenn es bei der Daytona 675 ähnlich ist wie bei der Street Triple, Hammer. Also absolut Hammer. Richtig, richtig geil. Die hat auch Megabums, weil drei Zylinder punchen. Oh, jetzt habe ich voll gegen die Kamera gehauen. Sorry, Leute. Drei Zylinder punchen auch so krass. Du hast dich noch nie drei Zylinder gefahren, Alter. Boah, Digga, dann wird's Zeit. Ist halt eine Rarität, ne? Also nicht viele Hersteller haben eine Dreizylinder. Wir haben bei Triumph Dreizylinder, wir haben bei MV Agusta Dreizylinder und bei Yamaha, genau, MC09. Das sind so die Dreizylinder, die aktuell gängigen, die mir bekannt sind. Sonst weiß ich gar nicht, welche es noch gibt. Boah, Alter! Boah, Junge! Krass, ja. Was ist das für ein Sound? So fahr ich immer an der Eifel vorbei. Ey, würde ich auch machen. Ich würde den ganzen Tag so hochdrehen. Wirklich. Den ganzen Tag. Boah, ist unglaublich. Ich finde die Leistung so geil. Ich hätte dich nie erwartet. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass 75 PS schon so gut Rumpf haben. Das muss ich schon sagen. Eben, weil 75 PS, da denkst du ja so, ah, ist nicht schnell. Aber hier, unglaublich. Puncht so geil. Okay. Dave, bist du bereit? Ja! Gut, Leute, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen hier mit dem Dave. Schaut bei ihm mal vorbei auf Instagram. Wir fahren jetzt noch ein bisschen weiter, tauschen dann nachher wieder die Bikes. MC07 auf jeden Fall, richtig geiles Ding, hat mir super Spaß gemacht. Danke nochmal an dich, dass du mich die hast fahren lassen. Mega nice. Und ja, wie immer, genießt die restlichen Tage und das Allerwichtigste, geht steil!